Mit dem Alter und der Plage stellt sich irgendwann die Frage, ist es besser zu erkalten, lässt man alles schön beim Alten? Soll man sich die Wunden lecken, legt sich in gemachte Betten, statt die Kissen mit Gefühlen alten Trotzes aufzuwühlen? Oder kann man immer weiter wachsam sein und dennoch heiter? Soll man weiter revoluzen oder doch Laternen putzen? Kann man wütend sein und weise, laut sein und im Lauten leise? Macht gerechter Zorn nicht müde, ist vielleicht nur Attitüde. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib dir alles, werde ganz. Hab mich niemals an Gesetze, Dogmen oder Glaubenssätze. Führer, höre Gewalten, ohne Widerspruch gehalten. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Nur das Wechseln von Gewändern kann kein wahrer Wandel sein. Mancher sagt, nur meditieren, essen, was zum Boden fiel. Sich im Ganzen zu verlieren, sei das wahre Lebensziel. Andere ritzen ihren Armen Hass und Rache blutig ein. Sie sind viel zu schwer verwundet, um im Herzen ganz zu sein. Andere wiederum marschieren, Fahnen werden stolz gehisst. Und auch sie werden verlieren, weil kein Sieg beständig ist. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib dir alles, werde ganz. Hab mich niemals an Gesetze, Dogmen oder Glaubenssätze. Führer, höre Gewalten, ohne Widerspruch gehalten. Hochgestiegen, tief gefallen, zwischen Geistesblitz und Lallen, bin ich auf dem Weg zum Lieben, meinem Inneren treu geblieben. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Nun, wenn man sich überlegt, dass ich ja vor 40 Jahren angetreten bin, um diese Welt mit meinen Liedern zu ändern. Und wenn ich mir die Welt jetzt so anschaue, also ich war es nicht. Das haben ein paar Banken, Spekulanten in der letzten Jahre viel, viel schneller geschafft und viel besser geschafft als ich. Auch mein friedenspolitisches Engagement. Ne? Wie oft bin ich in den letzten Jahren 20, 30 tapferen Leuten in Fußgängerzonen gestanden beim Demonstrieren und es hat nichts geholfen. Ne? Selbst in Bagdad habe ich gesungen. Ne? Bagdad, Café habe ich gesungen und habe die Amerikaner nicht am Einmarsch hindern können. Also, ich glaube, ich werde da jetzt irgendwas anders machen. Ich werde die Branche wechseln. Denn es ist ehrlich gesagt doch so wie damals schon im 30-jährigen Krieg. Man will keine Kriege gewinnen, man will sie einfach führen, weil daran verdient man natürlich. Und ich habe jetzt ein Bewerbungslied geschrieben für Heckler & Koch, den Waffenhändler.